So schnell kann es gehen. Ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen gesprochen, geschrieben. Nicht mit einem Kollegen, mit einem guten Freund, mit dem ich vor ein paar Jahren Motorrad gefahren bin. Und hat mich jetzt eingeladen bei dem Wetter. Ist natürlich richtig, richtig geil. In die Berge zu fahren, der wohnt in Königstein. Und da gehen wir jetzt mal mit seinen Hunden Gassi und ich freue mich richtig drauf. Ich bin so ein richtiger Typ, der richtig gerne in die Berge fährt. Ich habe das noch von damals, von den Zeiten, wo ich Motorrad gefahren bin ich sehr gerne in die Berge gefahren und ich freue mich gerade richtig. Vom Wandern ausgepackt, wer die noch kennt oder wer sich die Videos angeguckt hat, aus Österreich. Ich denke mal, die müssen auch Schnee aushalten. Und wenn nicht, dann gibt es halt eben nasse Füße. Auf gar keinen Fall. So, wir halten jetzt hier an, dann gehen wir im Ski den Berg runter. Jetzt sind wir gerade schön angekommen und jetzt machen wir schön unseren Spaziergang. Der letzte Schnee 2000, ja gut, von 2015 eigentlich noch, gell? Von Saison 2015-2016. Ja, das stimmt, Saison 2015-2016. Man sieht ja hier schon, ey, wie tief man da in dem Schnee drin ist, Wahnsinn. Und es knistert noch so richtig schön. Heute Morgen war hier alles noch komplett weiß. Wie viel Uhr warst du denn da? Gegen 10 vielleicht. Ah, okay. Ja, da war es wahrscheinlich auch so um 0 Grad herum, ne? Ja, da war es hier noch minus 1, also. Aber wie gesagt, dafür dicht der Nebel. Und hier, das ist echt eine schöne Perspektive, hier so rüber. Wenn jetzt hier kein Auto stehen würde, da habe ich letzte Woche mal so ein Bild gemacht. Also das ist echt, echt schön. Hier noch der blaue Himmel. Und die Aussicht ist einfach nur klasse! Die Windräder bewegen sich ja gar nicht. Gonzo, guck mal, da kommt der Teddy. Aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Alles gut. Ted, komm mal her. Hier, hier. So lieb die Hunde. Und jetzt gucken wir uns mal hier erstmal Taunus im Wunderland an. Guck mal, da sind Kinder, deswegen. Da scheint die Sonne. Das ist echt ein Traum. Diese Kulisse, richtig schön. Und über mir direkt der blaue Himmel. Richtig, richtig cool. Woher kenne ich überhaupt nicht Stefan? Motorradfahrer. Obwohl, das habe ich glaube ich schon gesagt. Der ist Motorradfahrer und hatte mal eine Zeit lang genau dieselbe Maschine wie ich. Wir hatten nämlich eine Yamaha R1 RN12. Da sind wir hier mal mit dem Motorrad auf dem Feldberg hochgefahren. Stefan! Was hast du für... Du hast auch mal eine RN12 gehabt eine Zeit lang, gell? Nee, RN09er und dann RN19. RN19er, glaube ich.
0,99, okay. Also hast du mein Modell direkt übersprungen. Also nicht genau dasselbe Modell. Ja. Servus, ja, hallo. Hat der. So. Gehen. Hallo. Ich dachte, der gehört da oben. Nee, nee, der gehört hier hin, aber... Es ist sogar richtig warm in der Sonne. Die Sonne knallt sogar hier oben. Hallo. Hallo. Könnte man sogar locker, eigentlich ohne Jacke, nur mit dem Pullover rumchillen. Oder Motorrad fahren, wenn es nicht so glatt war. Oder mit Spikes. Ach, Motorrad muss ich mir auch mal wieder holen. Unbedingt. Und hier hat man natürlich auch eine mega Aussicht. Wow. Sieht man nicht. Das ist das erste Mal, dass ich hier auf dem Feldberg so eine Mini-Wandertour mache. Richtig schön. Boah, da sind viele Hunde. Da sind jetzt auf einmal richtig viele Hunde. Und von hier hat man auch eine geile Aussicht. Die Sonne ist mega, mega warm. Boah. Man merkt so richtig, die Luft ist richtig schön kühl. Ich könnte echt meine Jacke ausziehen und ich würde nicht frieren in der Sonne. Also die Strahlen sind richtig warm, die Luft richtig schön kühl. Jetzt mit dem Laufen und sowas ist es ein bisschen, man schwitzt unter der Jacke, aber macht nichts. Sonst erkälte ich mich, glaube ich. Aber sonst echt richtig schön. Jetzt weiß ich wenigstens, wo lang man gehen kann. Das mache ich mal öfters. Da oben auf dem Felsen. Mal sehen, was für coole Bilder ich mal da oben hinkriege. Ist auf jeden Fall echt. Ich habe es richtig lange nicht mehr so schön hier gesehen. Hier kann man ja schon ein bisschen filmen. Aber ich packe erstmal die Kamera ein und danach geht's weiter. Leute, ich habe es lebend hier rauf geschafft. Und die Aussicht ist einfach nur klasse. Die Windräder bewegen sich ja gar nicht.
Ah, von hier sieht man auch sehr schön die Burg. Oberreifenberg hat der Stefan gemeint. So, und jetzt guckt euch das mal an. Hier ist ja alles voller Schnee. Und auch da hinten noch. Und so weiter wir nach hinten reinzoomen, umso tiefer es ins Tal geht. Da ist hier noch weiß und dann wieder grün. Kein Schnee mehr. Das ist doch mal ein Foto wert. Schön auf dem Felsen. Okay, und jetzt, wo die Sonne weg ist, wird es natürlich auch kühler. So, wo ist der Stefan? Da sind doch die zwei Hunde. Zack. Und da haben wir ihn. Die Hunde sind echt richtig toll. Richtig schöne Hunde. Ihr hättet eben dabei sein müssen. Als ich reingelaufen bin, da hat mich der Gonzo angesprungen. Das ist der dunkle Hund. Der hat mich angesprungen und ich dachte, okay, jetzt ist vorbei, jetzt beißt es. Aber der wird jetzt bald 3, hat der Stefan gemeint. Und er hört halt richtig gut, ist halt noch sehr, sehr verspielt. Aber echt, richtig schöne Hunde. Machen wir mal so einen 360-Grad-Blick. Ist nur gucken, dass ich nicht ausrutsche. Und ich halte jetzt am besten mal die Klappe bei dieser schönen Aussicht. Das ist die Bergwacht Hessen. Das war dann mal eine coole Tour mit dem Stefan. Schön mit dem Q7 hoch auf dem Feldberg drauf und dann ins Taunus Wunderland oder Winter Wonderland. Ey, das war doch echt mal ein Traum. Das sah doch richtig geil aus. Und dann noch diese ganzen Bäume voll mit Schnee, schon halt geschmolzen. Und das Schönste an der ganzen Sache war halt echt die Sonne. Die war richtig, richtig mega warm. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist rechts vor links. Kommt kein Auto. Also was Berge angeht, ich bin ja sowieso so ein richtiger Freak. Ich glaube, deswegen habe ich ja auch so eine Affinität zum Motorradfahren. Immer hoch in die Berge gefahren, immer schön spazieren und dann auch mal vom Motorrad abgestiegen, in den Wald reingelaufen, so aus dem Motorradanzug. Und deswegen habe ich ja auch den Wanderführerlehrgang gemacht in Österreich. Und ich denke mal, diesen Sommer auf jeden Fall wird es einige geile Touren und jetzt auch mit der Kamera dann geben. War auf jeden Fall ein hammer Tag. Ich hoffe, ihr habt auch das Beste draus gemacht. Das Wetter muss einfach genutzt werden und heute war es perfekt. Also so einen Tag hatte ich echt noch nie, dass ich hier in Frankfurt bzw. in der Nähe von Frankfurt auf dem Taunus war, im Schnee und die Sonne so geknallt hat.
kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Also dann Leute, macht's gut, bleibt sportlich aktiv und denkt dran, AVW Sports, euer Sport- und Fitnesslehrer. Ach so, ich gehe jetzt nach Hause und trinke erstmal einen Kaffee und genieße noch weiter das Wetter. Macht's gut, Leute, ciao.